Moin, denn ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch mit verbrannter Zunge, die ich mir gerade an einem Cappuccino ordentlich versenkt habe. Zurück zu Mars Effect Andromeda. Wir waren im letzten Part hier in dieser Wüste unterwegs und sind gerade dabei, zum einen noch einen Schnellreisepunkt zu organisieren und ich glaube die letzte der verschollenen Drohnen. Also, es nähert sich dem Ende. Dann gibt es aber hier noch einen Quest-Typen, mit dem wir noch schnacken können, der wahrscheinlich will, dass wir all diese Dinger deaktivieren. Ich sag's euch. Ich fühle das in meinen Eierstöckern. Ich sag's euch. Aber dürfen gespannt sein. Jetzt erstmal die nächste Basis da organisieren zum Schnellreisen. Die ist gleich da vorne. Schwarzwelts-Tab. EOS hat Zähne. Keine Frage. Diese Reliktstätte verfügt über Verteidigungsmaßnahmen Pathfinder. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. In der Schön. Region sind Abortzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Das ist noch schöner. Oh ja, hier in der Wüste wird wahrscheinlich einiges abbaubar sein. Ist ja viel nichts. Jetzt aber erstmal zurück in die Weitermachdüne. Bester Name, Alter. Und auf zur letzten der Drohnen. Oh, da war gerade reiches Vorkommen. Warte, zurück. Hier, guck mal. E. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Ressourcen? Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ruhe. So, reicht schon. Wir haben ein paar Drohnen hingeballert, nicht wahr? Mir wäre eigentlich so, als hätte ich einen Mod installiert, der die größer macht, aber irgendwie... Irgendwie sind die Wippen die nicht so groß. Aber gut, ist wie es ist, ne? Egal. Weitermachen. Wir sollten uns diese Cat-Tag vielleicht mal ansehen. Jetzt nicht. Wir gucken uns jetzt erstmal diese Drohne an, die hier noch irgendwo ist. Um Gottes Willen, es geht tief hinab. Wo ist sie denn? Ah, da ist sie weit weg. Kommen wir da runter? Ich versuche mal mein Glück. Oh, Achtung. Ja. Oh. Kamera spastet ein bisschen rum, aber das macht nichts. Das waren ja auch wirklich anstrengende Dinge. So, kann sie irgendwo jemand sehen? Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Okay, die ist bestimmt da oben. Sie müssen in das Missionsgebiet zurückkehren, okay. Irgendwo hier muss noch... Ah, da ist sie doch. Alter, was? Ich bin schon langsam müde, weißt du? Ich merke das hier schon. Die Drohne hat mich fertig gemacht. Letzte Drohne! Sehr schön. Das war's. Nicht mal irgendwie so ein Briefing von wegen, ja, hast du geil gemacht, nice Sache. Einfach nur Erfahrungspunkte und dann fertig. So, was ist das? Mineralien scannen. Ja, wenn wir schon mal hier sind, können wir das ja gleich mitmachen. Komm. Das ist gleich da vorne. Und dann gehen wir jetzt erstmal zu dem Questgeber, den wir noch gefunden haben, okay? Da bin ich sehr gespannt, was hier noch kommt. Also ich wette auf diese komischen Teile. Wenn wir die alle ausschalten müssen. Holy shit. Aber die sind doch nicht umsonst hier. Und da sind auch so Treppen und so. Also das sieht schon so aus, als könnte man da hin, nicht wahr? Als könnte man da irgendwas machen. Mal sehen. Wir dürfen gespannt sein. Jetzt aber erstmal zu dem Questgeber da fahren. Cool sieht's ja aus. Da bleib ich dabei. Also ich finde die Welten und so bis jetzt ganz gelungen. Ich bin mal gespannt auf den nächsten Planeten. Das sieht wie ein Konstrukt der Cat aus. Aber hier sind lauter Konstrukte der Cat. Die sind auch voll laut. Machen Geräusche. Mega nervig. Ein undokumentiertes Mineral wurde entdeckt, Pathfinder. Yo, wird sofort dokumentiert jetzt, ne? Was ist das? Vanadiumprobe. Schön. Okay. Damit haben wir nun auch das. Und das war doch jetzt der Typ hier, ne? Cat und Bane mit dem Kontakttreffen. Let's go. Da bin ich ja mal sehr gespannt, was uns da erwartet. Kilometer in die Richtung. Oh, warte. Geh. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie Ressourcen? Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren.
Mach ich doch gerne. Nicht in der Zone, okay. Wenn wir da dabei sind, dann kann man ruhig ein bisschen was mitnehmen, ne? Hier vielleicht noch irgendwo was. Hier ist noch so ein Relikt. Oh, warte, 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 da war gerade nochmal richtig geil. Zurück, 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 zurück. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Komm schon, da. So, dann ist hier noch direkt so ein Relikte-Ding. Metal! Ich möchte mal hier diese drei machen. Nur mal zu gucken, wie das aussieht. Cool. Er hat sich hinter uns bewegt. Clever. Das war's wohl. So, wo wir dann schon mal hier sind, ne? Können wir noch ein bisschen Loot einsammeln, wa? Hier irgendwo eine Kiste oder so? Irgendwas muss hier ja sein. Was diesen Ort als wertvoll interessant markiert. Ja, guck mal. Da haben wir einen Behälter. Und da haben wir einen Behälter. Und das war's auch schon. Gut. Man nimmt mit, was man mitnehmen kann, wenn man eh schon mal hier ist, ne? Aber ich möchte nochmal erwähnen, dass wir vorhin darüber gehadert haben, den Planeten um Gas zu erleichtern, damit das nicht in die Atmosphäre geht, während ich überall hier meine Bergungsdrohnen aufbaue, die lautstark dabei sind, den Boden umzuwühlen. Was ist das da übrigens hinten für ein Tier? Das kommt mir noch nicht vertraut vor. Direkt mal scannen. Geh mal da näher ran, das kennen wir noch nicht, das ist neu. Ein Koloss. Wie, keine relevanten Daten. Hallo, Koloss ist tot. Gut. Wird mal wieder Zeit, unser Team mal wieder durchzumischen, oder? Mal wieder Bock auf den neuen Alien und Rex. Beziehungsweise, also nicht Rex, sondern den... Den jetzt Rex, den hier Rex. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Ressourcen? Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Cool, ne? Mache ich auch gerne. Und hier ist vorbei. Gut. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Hier ist das mit dem Kontakttreffen. Da würde ich sagen... machen wir mal, ja, da, wir reisen da schnell hin, wechseln das Team einmal kurz, weil ich wieder Bock auf den Kroganer und dieses Alien habe, den neuen, den Ayara oder wie auch immer sie heißen. Und dann gehen wir zum Questgeber, von hier aus ist das einfacher zu erreichen. Ausstattung, Mumps. Team, 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 Team. So, dich tauschen wir mal aus durch Drag. Und dich tauschen wir aus durch Jarl. Und dann passt die Sache. Jetzt sind wir wieder ein reiner Männerclub hier. Muss auch mal sein. Die Jungs unter sich, weißt du? So, da ist unser Quest. Hübi. Wir haben viele Welten an die Geister verloren. Mit anzusehen, wie eine mehr oder weniger zurückerobert wird, ist merkwürdig. Ist das nicht schön? So eine schöne... Schönes oder nicht? So, das scheint... Unser Freund hat aus seinem Kettbunker angerufen. Wir wissen nicht, ob er ein Freund ist. Wir werden es herausfinden. Wir gehen jetzt erstmal rein, ignorieren mal den Gegner. Und dann schauen wir mal, wer uns hier drin erwartet. Guten Tag! Da ist er doch schon. Na, wen haben wir denn da? Was ist denn mit den Dialogen los? Ist das Ihr Werk? Naja, es ist nicht so beeindruckend, wie eine Basis auszuschalten. Aber ja, es ist mein Werk. Mein Name ist Bane Massani. Die Kettjagd ist so eine Art Hobby von mir. Von mir auch, das muss man schon sagen. Wir sollten einen Verein gründen.
Ich starte das Game mal neu. Dafür ist Eos der ideale Ort. Dieser Planet ist ein Kettmagnet. Ich habe sie aufgespürt und einige Orte markiert, die man ins Visier nehmen könnte. Sie haben das Kronjuwel zwar schon ausgeschaltet, aber diese Bastarde haben hier noch andere Stellungen. Und wenn Sie Ihren schicken neuen Außenposten beschützen wollen, sollten Sie sie besser auslöschen. Es gibt nichts, was ich für die Sicherheit von Prodromos nicht tun würde. Freut mich zu hören. Ich schicke Ihnen die NAV-Punkte auf Ihr Universalwerkzeug. Viel Spaß auf der Jagd, Pathfinder. So, warte mal. Man sieht sich. Passen Sie auf sich auf, Masani. Das habe ich vor. Ich will nur immer zu ihm hingehen, damit ich ihn auch sehen kann. Ach, ich kann nicht weiter mit ihm reden. Toll. Ich dachte, wir können jetzt noch weiter miteinander quatschen, aber das geht leider nicht. Wahrscheinlich, weil wir noch im Kampf sind. Ich mache jetzt erstmal die Cat hier kaputt. Warte mal. Und wenn ich die Cat zerstört habe... Oh mein Gott. Dann versuche ich mit Masani nochmal zu quatschen, weil ich wollte gerne, dass ihr ihn auch seht, wenn wir mit ihm reden, nicht wahr? Hab gehört, es ist höflich, wenn man... Oh. Wenn man sein Gegenüber auch sieht. Ich geh mal ein bisschen näher ran. Unsere Waffe ist halt leider auf Distanz voll von Arsch. Was war das denn jetzt hier? Ich hab mal da unten gemacht. Wow, im Sprung eben weggeheadshottet. Nice. Noch so ein fettes Vieh. Noch so ein fettes Vieh. Kann man nicht scannen? Keine relevanten Daten. Gut. So, also, wie ich mir das schon gedacht habe, es ist zwar nicht diese Dinger aufschalten, aber es sind Cat-Basen hochnehmen. Das ist ja fast dasselbe, würde ich sagen. Hier ist noch ein Behälter, der beleuchtungsmäßig nicht so ganz reinpasst. So insgesamt passt hier alles. Ein Audiolog. Ich bin im Winter, befallen meine Befehle. Ihre Befestigung wird nicht lange stattfinden. Okay. Alles andere untersucht. Lass die Koloss in dieser Anlage zweifellos. Wie Sie wünschen, Victor. Ich bin froh, dass er tot ist. Ja, was ist denn der Koloss? Oh mein Gott. Das war der Koloss. Wir hatten ja sogar schon mal einen gesehen. Sehr dunkel, ich sehe nichts. Danke. Irgendwas stimmt hier mit der Beleuchtung nicht. Die ganzen Items, die hier drin, also die ganzen Objekte, die drinnen sind, sind irgendwie zu hell. Für die Umgebungsbeleuchtung. Sieht seltsam aus. Ich werde gleich mal das Game neu starten, weil vielleicht fixt sich das dann mit den Dialogen wieder. Das können nicht die einzigen Generatoren sein, die Cat hergebracht haben. Angesichts der starken Cat-Präsenz auf Eos würde ich Ihnen zustimmen, Pathfinder. Wir müssen einfach weiterhin alle abschalten, die wir finden. Machen wir. Erstmal bringen wir jetzt noch den einen Typen um, was auch immer da noch rot ist. Ja, ist irgendwie. Da sind noch zwei sogar. Sind sie wieder oben? Sind die da oben drauf oder was? Wo sind die? Ich will die jetzt umbringen, damit ich mit dem Typen reden kann. Sind bestimmt da oben drauf. Nee, sind angeblich unten. Tja, ich finde die leider wieder mal nicht. Wo seid ihr? Jetzt sind sie wieder oben. Hä? Keine Ahnung, Mann. Ich reiß nicht. Da ist schon mal... Nee, doch nicht. Das ist ein Tumpel. Da ist was Rotes gewesen. Da gerade was Rotes gesehen. Ja. Ach, das Ding. Okay, und dann sind angeblich hier noch zwei rote Sachen. Und solange die halt noch rot sind, können wir nicht kämpfen. Nicht reden. Und die sind angeblich da oben drinne. Dann gehen wir mal schauen, ob wir da drin was finden. Ich glaube nicht. Nö. Was ist das? Ja, ich weiß leider nicht, wo sie sind. Keine Ahnung, wahrscheinlich sind die unsichtbar und im Boden oder so. Also angeblich sind die jetzt hier, aber hier ist halt nichts, ne? Insofern, ich gehe jetzt mal zu ihm zurück und versuche, meine Waffe wegzustecken und vielleicht könnte ich ja trotzdem mit ihm reden, aber ich glaube nicht. Solange hier Kampfmusik läuft und wir offiziell noch im Kampf sind, ist da, glaube ich, dialogtechnisch nichts los.
Ne, guck mal, die sind auch noch auf der Map. Oder wir können halt jetzt gar nicht mehr mit ihm reden, weil ich es abgebrochen habe. Das kann natürlich sein. Nö, geht nicht mehr. Gut, dann ist halt wie das ist. Ich kann aber irgendwas scannen. Das ist doch schon mal schön. Das. Na gut, habe ich euch leider ein bisschen um Dialog gebracht, aber ich, wenn ich den nicht sehe, ist das ein bisschen nervig. Deswegen. Geht's jetzt wieder? Nö. Na egal, es ist wie es ist. So, dann machen wir mal eben noch die zweite Basis. Irgendwas ist hier noch offen. Wir gehen mal in unser Autowagen rein. Sorry fürs Husten. Und dann schauen wir einfach mal. Da ist noch irgendwo ein Cat-Außenposten. Gute Arbeit. Da oben. Die Kaserne zerstören. Ja, dann mal los. Das ist ja nicht weit weg. Das ist ja gleich da vorne. Es ist zum Glück nicht alles. Also es ist nicht allzu viel, was wir noch platt machen müssen. Und dann, meine Lieben, sind wir mit EOS erstmal durch. Ja. Dann geht's endlich zurück nach Havla. Dann gucken wir, was da noch abgeht. Wissen Sie, woran man erkennt, dass man etwas richtig gemacht hat? Erzähl es mal. Es gibt mehr Lebende als Tote. Das ist richtig. So, eben noch die Kaserne einnehmen. Da sind leider so dicke Kanonen drauf, aber das ist ja kein Problem. Oh, ein paar kleine Minicat hier. Ey, Leute! Wir nähern uns der Kaserne. Bleiben Sie wachsam. Machen wir hier die drei. Drei? Wir sollten weniger sein als in der Basis. Okay. Das ist aber kein Grund, übermütig zu werden. Naja, wir bleiben lieber entspannt. Okay, der ist auch tot. Ihr macht die ja richtig weg, Leute. Verrückt. Das war ein Berufener. Nur die Dicken hier. So. Okay, rein in die Kaserne. So viel sind in der Kaserne nicht, aber du. Trotzdem aufräumen und Energie abschalten, damit hier dann Ruhe ist, ne? Und Rinder. Das ist so dunkel. Oh! Ich denke, das war der letzte. Nicht schlecht, kleines Entchen. Gar nicht schlecht. Kleines Entchen. Das ist ohne Zweifel der schlimmste Spitzname von allen. Ja? Da würde ich zustimmen. So, Datenpad. Also, Kommentar. Ich werde es nur einmal sagen. Konzentrieren Sie sich auf die neuen Aliens, die eingetroffen sind. Außenweltbefehle sind mir egal. Für mich ist offensichtlich, dass die alte Tech uns nicht geben wird und kann, was wir brauchen. Ganz egal, wie viel von ihr noch verborgen ist. Aber die Neuankömmlinge haben Technologien, die wir verstehen und einsetzen können. Und vielleicht sind sie auch für andere Anwendungen geeignet. Wenn wir mit Antworten von... Andere Anwendungen, Alter, wahrscheinlich so ein bisschen Snoo-Snoo machen, ne? Wenn wir mit Antworten von ihnen zurückkommen, dient mir das und unterstützt mich. Antworten zu der alten Tech dienen nur der Ordnung, die wir bereits haben. Wer meinen Aufstieg nicht unterstützt, den mache ich zum Sammel- und Studienobjekt. Ende des Berichts. Von wem ist denn das? Von Invictor. Das war der Typ, den wir platt gemacht haben, also den Oberboss hier. So, Behälter sammeln. Munition sammeln. Wunderbar. Und abhauen. Dann reden wir jetzt nochmal mit Cheffe da unten, der uns überhaupt erst auf die Idee gebracht hat, hier rumzugucken. Es geht hier auf jeden Fall noch nach oben. Da können wir ja nochmal gucken. Die haben auf jeden Fall ordentlich dicke Kanonen auf dem Dach, ne? Also, muss man schon sagen. Da ist schon was los. Moin, hier noch was zu looten. Da ist noch ein Behälter. Schön. Manchmal ist es echt ein bisschen düster, ne? Vor allen Dingen, wenn du aus dem Hellen, das ist halt dieses HDR, ne? Aber es, vielleicht übertreiben sie es ein bisschen damit. Hier so ein Terminal. Ich bin Invictor. Dieses ist anders. Exoskelett. Dextroprotein basiert. Sie haben mir überhaupt keine Fragen gestellt. Weißt du, wie viel Kraft genau erforderlich ist, um deine Thermalplatten abzulösen? Das dachte ich mir. Mir tut's nicht leid, dass wir diesen Kerl umgelegt haben. Ne. Schön, dass immer noch so ein Kommentar kommt. Zum Glück ist der jetzt tot. Gut, dann, ja, war's das. Ab nach unten, ab ins Auto und dann mit dem Typen reden. Uppala. Und dann sind wir soweit erstmal durch, glaube ich. Mach mal nochmal die Map auf, ob jetzt noch was ist. Klar, hier sind noch ein paar Sammeldinger, ein paar Kisten und so. Was ist das? Mineralien scannen. Oh, Alter, ist die Folge schon wieder rum. Unfassbar.
Also noch einmal Mineralien scannen, das könnten wir noch machen, wenn wir unbedingt wollten, aber ich glaube, das schenken wir uns auch. Also wir geben noch den Quest ab und dann soll es das erstmal mit Eos gewesen sein, dann gehen wir zurück nach Havla und dann geht's endlich auf einen neuen Planeten, wird auch mal Zeit. Meine Lieben, ich bedanke mich dann jetzt aber hier erstmal bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, ne, lasst bitte entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.